Wir haben also in Tirol sehr viele Erdbeben, gerade in jüngster Zeit, und 30% der österreichweiten Erdbeben erfolgen im Großraum Innsbruck, und deshalb hat man auch vor 25 Jahren die erste Erdbeben-Messstelle in Betrieb genommen. Seither verfügen wir über 11 Messstellen und damit über das dichteste seismische Erdbeben-Messnetz in Österreich. Die Daten gelangen von den Messstellen über die Berufsförder Innsbruck, wo zwischengespeichert wird, nach Wien. Und dadurch ist es auch möglich, sofort über das Epizentrum sowie über die Erdbebenstärke Aussagen zu machen. Also prinzipiell haben wir natürlich mit Erdbeben immer zu rechnen. Sie finden ja eigentlich auch ständig statt. Es gibt sogenannte Mikrobeben, die schon allein durch die Anziehungskraft der anderen Himmelskörper, Sonne, Mond, Jupiter zum Beispiel, entstehen können. Die ziehen an der Erdkruste, und es gibt nicht nur im Meer Ebbe und Flut, sondern auch auf der Erdkruste selbst. Das Gebiet von Österreich hebt und senkt sich so täglich um ca. 50 cm, je nachdem, ob Flut oder Ebbe ist. Wir messen also rund um die Uhr mit den Messsystemen, werten das aus. Diese Ergebnisse dienen natürlich auch der Forschung, dass man Erdbeben vorhersagen kann. Dort wird es möglicherweise noch lange hin brauchen, beziehungsweise vielleicht wird es gar nicht möglich sein, auch in der fernen Zukunft das zu machen. Man kann allerdings durch planerische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen und Maßnahmen in den Einsatzorganisationen sich natürlich mit diesen Dingen beschäftigen und Maßnahmen dann auch entsprechend vorbereiten.